Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Staffel hier mit Night of the Dead. Seit einem Dreivierteljahr warte ich drauf, dass endlich die Vollversion, also die Version 1.0 rauskommt, und jetzt ist es endlich soweit. Und ich möchte natürlich mit euch eine neue Staffel anfangen, allerdings auch mit einem neuen Charakter. Die anderen Charaktere habe ich jetzt schon gelöscht, aber ich möchte auf jeden Fall mit euch einen neuen Charakter anfangen. Wir machen diesmal einen männlichen Char. Mal gucken, ich lasse dich jetzt mal so, wie du bist, weil ich möchte mir nämlich vielleicht erstmal den Bart verpassen. Naja, also das schaut, keine Ahnung wie aus. Auf jeden Fall nicht wie ein Bart. Da lasse ich dann lieber das 3-Tage-Ding sie hier. Das ist, glaube ich, besser. Schnurrbart, was gibt's denn da? Naja, auch nicht so wirklich. Also eher dann das hier. Ja, das schaut wenigstens einigermaßen normal aus, ne? So, gucken wir mal. Gesicht. Es gibt 3 Seiten an Gesichtern. Nicht ganz 3 Seiten, ist in Ordnung. Schauen wir mal ein bisschen durch. Was gibt es denn eigentlich für Frisuren? Okay. Eigentlich ist ja der Char total egal, ne? Moment, schauen wir mal hier noch rüber. Ja, machen wir es doch einfach mal so. Ich würde sagen, ich ändere auch gar nicht mehr viel. Wir gehen jetzt hier weiter. So, was machen wir denn für einen Char? Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Arbeitslos, Stadtziehende, Angler, Forscher, Marathonläufer, Spediteur, Diebsoldat und Jäger. Im Grunde werde ich mich für den Soldaten, würde ich mal sagen, entscheiden. Was macht Aufmerksamkeit nochmal? Geräuschreduzierung, Bewegungsgeschwindigkeit. Eigentlich ist es dann beim Dieb nicht einmal so schlecht, ne? Gedächtnis, zusätzlicher Schaden ist im Grunde auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir lassen uns auf dem Dieb mal. So, das erste, was ich hier mache, ist auf jeden Fall IQ, also Gewinnung von EXP. Machen wir auf jeden Fall. 9 Punkte haben wir noch. Kleptomanie, Ausrüstungsdropprate beim Töten von Zombies, ist im Grunde nicht schlecht, aber man findet halt sehr viel Zeug auch. Materialerstattung beim Abreißen finde ich persönlich nicht schlecht, wenn man bekommt. So, dann haben wir immer noch 5 Punkte. Schauen wir mal, was haben wir noch? Magen aus Stahl. Ausdauergeneration kreativ. Linkshänder, niedrige Stimme. Stadtfreundlich. Stadtfreundlich ist auf jeden Fall gut. Zusätzlicher Schaden an Bäumen, Steinen und Eisen. Dann hätten wir noch 2 Punkte. Parieren Reichweite. Heilkraft von Gegnern. Ich würde sagen 2 Herzen. Ausdauerregeneration. Man kann sich natürlich auch noch einen Negativmalus geben, dass man noch mehr Punkte bekommt. Aber da muss ich ehrlich sagen, nee, das passt schon. Das reicht, wenn wir hier verfügbare Punkte aufbrauchen. Das passt dann. So, Bobas. Dann würde ich sagen, erschaffen. Und wir machen natürlich hier einen neuen Singleplayer. Neues Spiel. So, und zwar die Einstellungen. Ich mache es jetzt mal auf Normal, gehe allerdings auf Benutzer definiert, dass ich die anderen Reiter freischalte. Und dann gibt es nämlich so einige Sachen, die ich auf jeden Fall einstellen möchte. Zum einen, ich möchte aktuell keinen Zombie respawnen, also wenn tot, dann tot. Natürliche Objekte respawnen möchte ich auf jeden Fall haben, das Zeug soll nachwachsen. Synthetische Gegenstände nein, wenn weg, dann weg. Und keine Generatorpanne. Also das ist etwas, was mich schon immer genervt hat. Ich möchte nicht die ganze Zeit an der Turbine stehen und die wieder reparieren. Deswegen mache ich das auf jeden Fall aus. Gegenstände beim Verlassen fallen lassen? Nee, das machen wir natürlich nicht. Keine Teamkills, sollte irgendwer mal mit dabei sein, dass ich das gleich ausmache. Anzahl der Zombies pro Welle. Lasse ich auf 200 eingestellt. Allgemein hier an den Werten werde ich nichts ändern. Wir haben sowieso keinen Respawn, aber ich werde jetzt erst einmal hier nichts ändern. Fortgeschritten,
genau, ich möchte keine EXP verlieren. Ich möchte mir da was aufbauen und sterben und dann wieder alles zurückholen müssen. Kein Artikelabwurf beim Sterben, jawohl. Keine Ausrüstung abwerfen beim Sterben, okay. Forschungsmaterial Verbrauch, das lasse ich alles im Grunde so, wie es ist. Natürliche Objekt-Resource, die Werte lasse ich auch. Ressourcen lasse ich alles. Erzeugte Leistung beim Strom würde ich auch alles lassen. Also ich mache wirklich nur wenig Änderungen. Zeit pro Tag, das ist das Einzige, was ich wirklich nach oben schmeiße mit 420. Ich will einfach ein bisschen Zeit haben, auch zu farmen. Ich werde aber auf jeden Fall nach einer gewissen Zeit dann die Zeit pro Tag runterschrauben und auch bei den grundlegenden allgemeinen Sachen auch die Zombies schwieriger machen. Jetzt fangen wir erst einmal mit den 1,439% an. Ich denke, das reicht. So, und ich bin natürlich sehr gespannt auf die Story. Ich habe zwar schon reingeschaut, aber ich habe nur bis zu einem bestimmten Punkt gemacht, weil ich da nicht mich zu sehr spoilern wollte. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt auf die Story, auf die komplette Story, weil bisher war es ja immer nur so ein bisschen angekratzt davon. Also man konnte nur teilweise was machen. So, jetzt warten wir mal, bis es lädt. Geplant habe ich auf jeden Fall, dass der Part heute etwas länger geht. Gerade für den Anfang, dass wir erst einmal hier unsere Stelle suchen, wo wir dann auch bauen können. Und da werde ich wahrscheinlich auch wieder zum Polizeirevier gehen. Herzlich willkommen zurück bei den Lebenden. Okay, WASD ist ja klar. Da habe ich schon wieder diese Bildruckler, wie ich sie eigentlich früher auch immer hatte. Aber ich hoffe mal, dass das nicht so schlimm ist jetzt. Schauen wir mal. This is not a fresh human meat store, Mr. Zombie. I'm busy. So shuffle off to another stall. A person. Are you currently in the underground capsule room on Andorna Island? Sleep capsules can sometimes cause trouble. I'm Dr. Veronica Grimes. I'm researching a zombie cure. Is there even power in the bunker now? Find a light immediately and secure the line of sight. Jawohl. Die Taschenlampe einmal bitte. Danke. Licht anmachen und öffne die Tür. Nee, zuerst schauen wir erst einmal hier rum, weil ich möchte jetzt hier nicht raus und dann habe ich vielleicht hier Sachen. Jawohl, Tabletten. Ist doch schon mal gut. Gleich hier mal ein bisschen umschauen, ne? Forschungsmaterial brauchen wir auf jeden Fall. Und Snickers, jawohl, Energieriegel. Ich bin auch mal gespannt bei den Klamotten, ob da jetzt halt, Werte drauf sind, weil es war ja immer so, dass die Klamotten, ganz egal was die anderen ist, nicht wirklich Werte hatten. Aber ich habe mich auf jeden Fall sehr gefreut jetzt halt auf die 1.0. Gehacktes. Ein Dönerspieß. Ne, ich kann nur schließen. Kann ich mich da einschließen? Okay. Ja, toll. Nach innen. So, da liegen einfach nur Klumpen Fleisch rum. Schön. Das haben wir schon alles. Okay.
I need your help with the zombie cure research. You've just emerged from a stasis capsule, so you're probably wandering around without any clothes. Ja. Find something to wear and get dressed. Alles klar. Besorge eine Notfalltasche. Was war das Ding hier, ne? So, Inventar. Das habe ich mir mittlerweile schon umgeswitcht, weil Inventar war auf I und auf der Tab-Taste war immer dieses Gedöns hier, wo ich nicht weiß, warum ich das auf der Tab-Taste habe. Deswegen habe ich das umgeswitcht. So, ziehen wir mal unsere Klamotten an. Plus 8 Schutz, 2 kritische Trefferrate, Bewegungsgeschwindigkeit. Jawohl. Aber das ist minus 3, ne? Kritische Rate ist aber auf jeden Fall gut. Okay. I have a proposal for you. Please find the remaining mutant substance on Andorner Island. That material will be invaluable in my research for a zombie cure. Succeed, and I'll send a helicopter for your rescue. Make sure to record important things in your journal. Alles klar. Ja, das Tagebuch kennt man ja. Schaut allerdings etwas anders aus. Das ist die Hauptgeschichte jetzt. Ich weiß nicht, was es da noch gibt. Noch nichts. Besorge Notfalltasche, das haben wir alles abgehakt. Interaktion, Notiz eines Forschers. Öffne die gelbe Tür. Okay, Moment. Erschließen. Finden. Knochen. Naja, dann her damit. Moment, T alles nehmen. Mit R ist schließen, ja, ist okay. Da haben wir nichts. Gut. Nochmal Tabletten. Schmerzmittel ist auf jeden Fall gut. Achso, das ist der Raum. Notiz eines Forschers des neuen Menschheit-Projekts nehmen. Wir schauen uns natürlich trotzdem um, ne? Alles, was einsammelbar ist, ist gut. Notiz eines Forschers des neuen Menschheitsprojekts. Die Zombie-Mutation trat zuerst auf Andorna auf. Menschen, die zu dieser Zeit von der Insel flohen, verursachten, dass die Welt in Zombie-Mutationen verstrickt wurde. Ich beginne zu denken, dass die mutierte Substanz, das ich erforschte, die Zombie-Mutation ausgelöst haben könnte. Aber würde Dr. Cleon Raven einen solchen Fehler machen? Die Übersetzung hakt ein bisschen, ne? The bunk you're in is the research facility where the New Humanity Project was conducted. Check if there's still someone in the bunker who can help you find the mutant substance. Okay. Also man trifft ja jetzt halt hier auch NPCs, die anscheinend einem helfen oder, keine Ahnung, mit irgendwas anderem zur Seite stehen. Schauen wir uns halt mal um. Da ist nichts. Soll ich nicht zuhauen? Es gibt doch, glaube ich... Ah ja, genau. Es gibt jetzt halt auch diese Zutreten-Funktion. Das kam während des letzten Dreivierteljahres mal als Update, dass man eben jetzt zutreten kann. Ah, da hinten hockt er. Servus. Are you really human? Schaut so aus. Finding me in a place like this, you're lucky.
Wenn du meinst. I'm Walter Wagner. If you're looking for the mutant substance, I can help you. In exchange, you need to secure a spot for me on the escape helicopter from Andorna Island. It's a good deal, right? I've stored the mutant substance at the research center on the surface. You go to the surface first through the bunker door. I'll follow once it's safe. Ach so. Okay. Ja, mach du mal die Drecksarbeit und wenn du es überlebst und alles frei ist, dann komme ich nach. Ist in Ordnung. So. Ach, da wahrscheinlich. Über Hindernisse springen. Ja. Servusle. Na, wie geht's dir? Rekrutieren. Okay, become my companion als Erfolg. Austausch. Dann zeig mal. Okay, du hast Energieriegel und Schmerzmittel. Das lasse ich dir mal, würde ich sagen, ne? Okay, die können wir auch ausstatten. Die folgenden Bedingungen sind erforderlich, um mehr Anhänger zu rekrutieren. Level 50, okay. Stopp oder ja, Plünderung synthetischer Objekte, das kannst du doch auf jeden Fall machen. Anhänger, Charakter. Es Forscher. Ah, da kann ich dann hier drauf. Oh, die hat auch einiges an Negativsachen. Ella bearbeiten. Ach so, den Namen. Ja, das können wir ja lassen, das ist egal. 201 Leber, Anhängerspule. Blitzschlagspule, vitaler Angriff, Blitzschlag durchbohren. Okay, die hat schon ein bisschen was. Okay. Let me out. Und Anweisungen können wir auch so geben. Okay. Alles klar. Haben wir hier noch was? Wo müssen wir denn hin? Ach so, wahrscheinlich da. We should head to the research center that Walter mentioned. Show me your skills and determination. I hope you won't disappoint. Ah, okay. Ich vermute jetzt einfach mal, dass das an der Stelle ist, wo man sonst auch immer rauskommt. Also vorher ist man ja eigentlich immer in der Welt einfach gespawnt, neben so einem Tor. Bin immer gespannt, wo wir sind. Ist ja auch immer Glückssache, ne? Ob man an der Stelle rauskommt, wo man rauskommen möchte. Du musst überleben, bevor du überhaupt über die Mutant-Substanz überlegst. Mutant substance. Understood? I've assembled the best team of experts for assistance. Learn by carefully following their instructions. Ah, wir müssen Tutorial durchmachen, alles klar? Nice to meet you. My name is Sierra Wilder, a survival expert. From now on, I'll share all the survival knowledge I know with you. Okay. Blickwinkel ändern, ja. Moment. Genau, man kann ja in der Ego-Perspektive auch sein, ne? Ach, zerstörst du das für mich? Ja, cool. Schön, haben wir jemanden, der mitsammelt. Hat wahrscheinlich dann nicht so viel Zeug, was die einsammelt, aber... Now it's time to use that small stone to make a stone knife. Okay. Oh, warte mal, mache ich das weiter vor? Ich brauche eine Handwaffe, einen Bogen, Axt, Spitzhacke, Schraubenschlüssel, irgendwo da hinten dann mal eine Angel. Ich tue dich mal auf die 6. Now, shall we gather some branches and leaves? Hätte ich auf jeden Fall gemacht, weil das brauchen wir, das Zeug. Wir wollen ja auch eine Axt und eine Spitzhacke. As the next step, we'll be crafting other tools necessary for survival.
So, schauen wir mal, kann ich dich zerlegen gleich? Schauen wir mal, was wir da drin finden. Moment, T und R. Okay. Schraubenschlüssel erforderlich. Konnte man das nicht immer so nur zerlegen? Okay, dann machen wir mal. Man kann das ganz schlecht lesen, ne? Handgemacht, herstellen, Holzfäller-Axt. Alles klar. Holzfäller-Axt herstellen. Ich mache mal das ein Stück für Stück das Tutorial, ne? Auch wenn ich weiß, was. Trees are truly vital resources. Auch wenn ich eigentlich weiß, was abgeht, wollte ich gerade noch sagen. Ich habe es halt nur seit einem Dreivierteljahr jetzt nicht mehr gespielt. Man musste erst einmal wieder reinkommen. Oh Gott, wenn ich denke, ich war dann schon so weit und habe im Grunde nur noch mit einem einzigen Schlag die Bäume gefällt. Und jetzt haue ich wieder 10-mal drauf rum. Zwei Baumstämme, vier Blätter, ein Ast. Also man bekommt, glaube ich, von den größeren immer mehr Holz, aber anscheinend haben sie das geändert. Weil hier müsste ich doch mindestens vier, fünf Baumstämme, zwei Baumstämme. Okay. Also ich gehe mal noch nicht in die Richtung davor. Wir brauchen noch vier Baumstämme. Ich glaube, ich sehe sogar von hier schon unser Domizil, ne? Und da vorne ist die Stadt. Ich bin immer gespannt, ob sich da auch irgendwas geändert hat. Using the method you've just learned, try crafting a pickaxe. A pickaxe. Machen wir sofort. Level up, yay. Dann machen wir mal Handcrafted, Pickaxe, herstellen. Dann kommst du bitte auf die 4. Now, let's use our crafted pickaxe to gather stones and minerals. Ja, wie immer. Und das werde ich auf jeden Fall auch mit als erstes ausbauen. Die Materialbeschaffung, weil wir werden eigentlich es brauchen. Vor allem, wenn ich wieder verrückt baue, dann sowieso. Dreimal Fels und zweimal Eisen. Dann haben wir schon mal einmal Eisen. Ah, die zerlegt das Zeug, das ist cool. Na komm. Boah, da muss man echt Ewigkeiten drauf rumhauen. Das muss ich auf jeden Fall skillen. Sollten wir uns auf jeden Fall alles holen, weil gerade das Eisen, das wollen wir dann auch schnell brauchen. Achso, du bist erledigt. Ja, dann warten wir mal kurz. Hey Ella. Habe es auch nett gemacht jetzt halt mit der Stimme am Funk, die einen durch das Tutorial leitet. So, das ist, keine Ahnung, auch Eisen, glaube ich. Weiß gar nicht, ob ich schon was skillen kann. Charakter, Level 2. Schadensprung, Vitalität. Urteil. Bewegungsgeschwindigkeit. Was war denn das nochmal, wo ich mehr Schaden mache an zusätzlicher Schaden an Zombies? Ne, hier so an Bäumen und sowas. Das ist Angreifen, Vitalität.
probieren wir es mal. Wir haben jetzt 5%. Hat sich nichts getan, ne? Hm. Dieb-Eigenschaften, ja, das ist ja in Ordnung. Skin. Achso, da kann ich, okay. Spulen haben wir nicht. Boah, das Eisen, das braucht ja Ewigkeiten. Was haben wir denn schon an Eisen? Was haben wir? Steine, Kalkstein, hier Eisen. 8 Eisenerz. Okay, machen wir mal noch den einen Stein. Ich denke mal, dass das ein Stein ist jetzt da. Du kannst gerne mitarbeiten, Ella. Da habe ich nichts dagegen. Nee, das ist auch Eisen. Stein, Stein, Stein. Okay. Ich will noch nicht zu viel riskieren, weil ich bin noch nicht bewaffnet. Und ich weiß nicht, wie das von den Einstellungen her ist, ob ich jetzt da eine Chance habe oder ob es recht heftig ist. Aber gut, wenn Ella jetzt mit dabei ist, die wird ja auch wahrscheinlich einiges übernehmen. Ja, immer. Hey, ever wake up on a zombie island and feel like you're left alone? I'm Jamal Price, the mechanic. So, let's kick things off with that. Okay, du willst jetzt, dass ich den... Ja, ist okay. Machen wir sofort. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Material. Das ist auch klar. Mensch, Ella. Spring mir halt nicht in die Spitzhacke. So, ich würde sagen, wir bauen den jetzt halt einfach mal hier auf der Straße. Bauen. Produktion. Ausrüstungstisch. Wunderbar. Einmal her damit. The crafting bench is pretty handy, you know. Okay. Wir machen ein Rohr, dann haben wir zumindest schon mal eine Nahkampfwaffe, ne? I'm more of an up close and personal kind of guy. But you? Ja. Looks like you could use some long range firepower. We found a lot, but none of it seems useful. Wie, nichts davon ist nützlich. Moment, austauschen. Ach, die sammelt ja fast nichts. Zwei Stück Eisen und einen kleinen Stein. Na gut, als Trägerin kann ich sie halt dann verwenden, ne, dass ich ihr dann Sachen noch mit reinhaue. So, handgecraftet, handgemacht. Pfeile. 10 Stück soll ich machen. Dann machen wir doch einmal 10. Ja, machen wir lieber 15. Weil Äste kann ich immer noch machen. Equip that bow of yours and shoot an arrow towards our lovely crafting bench. Was? Auf die Werkbank? Sie sammelt den Pfeil ein. Auch nicht schlecht. Dann kann ich keinen vergessen, ne? So, und jetzt? Achso, ich soll den Pfeil aufheben. Ja, dann warte mal. Dann schieße ich mal den Pfeil dahin. Und heb den auf. Don't just leave that crafting bench behind. That's a waste of good resources. Okay, Hammer. Als nächstes dann. Der Hammer kommt dann hier hinten auf die 7. Und dann soll ich die zerlegen, oder? Reparieren? So unnötig. Equip that hammer and head over to the crafting bench to start the dismantling. Jawohl. Listen up, soldier. I am Captain Axton Hawkins. Obey.
obey my commands and learn the skills to survive on the battlefield. Okay, also ausweichen mit Alt, ja. E tritt und töten Zombie. Jawohl, töten Zombie. Ja, gehen wir halt erst einmal hier in diese komische Garage oder was das ist. Oh, Wildschwein. Oh, verdammt, braucht die viel. Moment. T alles aufheben? Nee, du brauchst meine Pfeile nicht aufheben unbedingt. Wenn da noch irgendwo eine rumfliegt, gerne. Yes, damit haben wir schon mal eine Wildsau. Und einen Pelz haben wir auch schon. Oh ja, da vorne sind Zomboide. Wie viele Pfeile haben mich? 12. That was easy, wasn't it? Wenn du dich so rumtrittst. Stabbing attacks are effective in narrow combat areas like inside buildings. Ja, das stimmt allerdings. Okay. Alles nehmen. So. Oh, cool. Jetzt ernsthaft? Ist ja cool. Nee, aber steig wieder ab. Wir müssen erst einmal da reinschauen. Ich muss bloß wieder aufpassen wegen meiner Ausdauer. Ich hoffe nur, dass ich sie nicht verletzen kann. Yes, alles nehmen bitte. Warte mal, bleib mal da. Hast du irgendwas einstecken? Pfeile, ja. Aber warte mal, dir kann ich doch dann die Steine geben. Du kannst doch mal ein bisschen das Zeug hier schleppen für mich. Schauen wir mal, da drinnen finden wir bestimmt noch mal was Gutes. Kommt jetzt nur darauf an, ob da noch einer drin ist oder nicht. Das ist cool, sie sammelt halt auch ein, ne? Und zerstört auch die Boxen und sowas. Auch nicht schlecht. Da liegt ein Erste-Hilfe-Ding, aber das kann ich nicht nehmen. Klebeband und Forschungsmaterial. Finden. Also die Kisten, wo man was finden kann, die zerlegt sie anscheinend nicht. Da haben wir die Coins wieder, ein Kühlerwasser. Kurzwaffenmunition, okay, haben wir ja noch nicht. Kurzwaffe, aber werden wir schon auch noch finden, hoffe ich. So, die kann man nicht zerlegen. Auto kann ich durchsuchen. Aber ich kann es nicht zerstören, ne? Da brauchen wir auf jeden Fall einen Schraubenschlüssel. Das ist definitiv geändert, weil man konnte vorher das Ganze so wie die Kisten und so auch zerlegen. Ne? Genau, mach du die und ich mach die. Das ist halt das Einzige, wenn du einen NPC hast. Ne? Weil ein NPC, der schaut nicht drauf, was du zerlegst. Was hast denn du jetzt reinstecken?
Pfeile, Kurzwaffenmunition. Du hast ja auch noch keine Kurzwaffe, also kann ich das ja einstecken. Ich gebe dir jetzt mal das Brett. Ich gebe dir mal das ganze Fleisch. Eigentlich kann ich dir fast alles geben, ne? Aber das passt schon. So ist nur die Frage, ob wir jetzt mit dem Moped fahren, aber ich würde sagen, nein, ne? Machen wir das Licht wieder aus. Steht da gleich nochmal eins. Warte mal, aufbewahren? Kann man da vielleicht auch was finden? Nein. Das ist schön, ja. Ist okay. Ich leere aus und du zerlegst. Ausruhen. Moment, ausruhen. Bringt mir das was lebensmäßig? Nee, ne? Abbrechen mit Rechtsklick. Okay, stechen soll ich. Ach so. Moment, dann nehmen wir mal das Messer mit. Weil da ist mit Sicherheit noch jemand drin. Schreihals. Aber warum? Komisch. Warum ist es mit dem Stechen nicht? Ah, okay. Jetzt habe ich's. Greetings. At last we meet. The name is Gilbert Foster. How about you start by finding the right spot and open the construction menu to lay down that foundation? Ja, werden wir tun. Schraubenschlüssel erforderlich, wunderbar. Oh, was haben wir da? Schön, Holzfäller-Axt, ist die besser als unsere? 2029-11. Kaltverstärkung plus 10, Geräuschreduzierung minus 15. Na ja, gut, aber zerlegen können wir es, ne? Der Bogen ist, glaube ich, besser als unsere. 25, 21, 8. Let's take it easy. Ja, der ist auf jeden Fall besser. Wunderbar. Munition, Holzschild. It seems you've acquired a shield, soldier. So, da haben wir noch einen Schrank. Muss ich mir jetzt erst einmal dran gewöhnen hier. So, schauen wir mal weiter. Was haben wir denn hier noch? Kartoffelsack. Ne, da ist nichts. Da haben wir noch einen Schrank. Jawohl. Tabletten auf jeden Fall gut. Und da haben wir noch ein Regal gehabt. Notizen, Stoffe. Okay. So, jetzt wollt ihr schon, dass wir einen Platz finden, wo wir bauen. So, die Stadt ist ja hervorragend. Jetzt hat schon mal zu sehen. Aber wo sind wir genau? Ich weiß halt nicht, ob sich da irgendwas verändert hat, ne? Aber ich glaube, wir müssen einfach hier geradeaus runter. Sind wir hier? Ich glaube, wir müssen hier vor. Weil ich möchte ja, wie gesagt, wieder zur Polizeistation. Es bringt mir nichts, wenn ich anfange, irgendwas zu bauen und muss das dann wieder abreißen. Bekomme keine Ressourcen mehr dafür. Oder fast keine. Warte mal, Level 4 haben wir ja schon, ne? Ne. Charakter. XP 9. So.
Schadensprünge, Aufmerksamkeit. Zusätzlicher Schaden an Zombies wäre vielleicht nicht schlecht. Vitalität. Boah, wie muss ich... Auf Angriff muss ich da eigentlich gehen, ne? Aber habe ich ja nicht. Trittschaden. Ich denke, da muss ich auf Stärke gehen. Ich glaube, ich muss da auf Stärke gehen. Machen wir jetzt mal... Da ruhig mal ein bisschen was sammeln, ne? Wie viele Pfeile? 15, okay. Ella hat Level Up, wunderbar. Oh, warte mal, kann ich da nicht bei ihr auch irgendwas? F. Anhänger Charakter. Doch, ich kann bei ihr auch, ne? Maximale Gesundheit vielleicht mal ein bisschen hoch. Sättigungsreduktion, Ausdauerregeneration. Das könnte man machen bei ihr. Stärke. Ja, komm, machen wir einfach mal. Wo sind wir hier? Kann das sein, dass die Map ein bisschen geändert wurde? Nee, ne? Eigentlich nicht. Nee, da ist das Wohngebiet. Wir müssten eigentlich hinter der Polizeiwache... Da ist es... Ah, da ist das... das ist das Krankenhaus. Das heißt, wir sind fast gegenüber vom... von der Polizeistation. Ich meine, das Krankenhaus hat halt schon auch was, ne? Als Platz. Es ist zwar ein ewig großes Areal, aber auch hier sind nur bestimmte Zugänge da. Ja, ich glaube, wir gehen vor zur Polizeistation. Können wir gleich mal ein paar Münzen rausholen vielleicht? Oder Cola, wie auch immer. Warte mal, du musst da höher ziehen in dem Fall. Ui, da ist ein... explodiere. Let's finish this here. Oh, ich muss unbedingt schauen, dass ich mehr Schaden mache. Ja gar nichts. Es fehlt Pfeil. Ach. Ui, weg. Verdammt. Oh Mann, ich wollte gerade noch los. Ja, ich weiß schon. Warte mal, ich habe noch keine Tabletten irgendwo draufgelegt, ne? Zombies sometimes expose their weaknesses. Ja, das ist schon in Ordnung. Es ist schon in Ordnung, dass Zombies manchmal ihre Schwächen zeigen. Uff. Aber dieser Explodierer musste jetzt natürlich hier sein, ne? Ella, komm mal her, Mensch. Zeig mal, was du hast. Hast du meine Pfeile? Und einige habe ich ja schon wieder aufgesammelt, aber das ist okay. Sortieren, legen, alles einlegen. Ich mach mal G. Ja, die da sollst du ja auch gar nicht nehmen.
Eigentlich wollte ich, dass du hier solche Sachen dann nimmst wie Klebeband und hier Knochen und keine Ahnung, von mir aus auch die Münzen. So. Gut. Ella, da vorne sehe ich die Polizeiwache, aber da müssen wir uns echt durchschlagen. Oder ist die da vorne? Ne, ich glaube, die ist hier. Ah, dachte ich mir. Und du musst natürlich gleich hinrennen. Das ist halt blöd, ne? Wenn die wegkickt und ich schieße dann gerade auf die. Das bringt dir fast gar nichts, wenn ich... Let's move to the research center Walter mentioned. Open the map to check your location and start moving. Open the map to check the location. Ja, Ella, das musst du mir nicht auch noch sagen. Es reicht, wenn es mir eine sagt. Sammel lieber Zeug ein. Nehmen? Kannst du mal Sachen einsammeln? Das wäre halt auch super, ne? Genau. So, ich hoffe, dass wir das schaffen. Ja, komm her. Man muss eh mal schauen, dass ich vielleicht ein bisschen... Und, liegt ein Pfeil. Ist das mein Magen, der da knurrt? You must have noticed your satiety depleting. Achso, haben wir schon. Jetzt renn halt nicht zu jedem Zombie hin. Wie kann ich die zurückhalten? Na gut, wir müssen uns da durchkämpfen, weil gerade wenn ich da vorne bauen will... Ach, verdammt. Ups. Meine Ausdauer, ja. Okay, Level up. Puh. Ich muss mich da erst wieder dran gewöhnen. Ey. Jetzt hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so aufreibend ist. Ja, ist von mir aus das da, ist das da. Puh. Dass wir wieder ein bisschen voll sind. Schauen wir, was da vielleicht drin ist. Ich freue mich schon, wenn ich dann bessere Waffen kaufen kann. Ja, immer schön auf den Kopf ziehen, ich weiß schon. Meine Ausdauer ist wieder runter. Dankeschön. Sammeln wir mal alles ein. Vielleicht haben wir ja Glück. Da war auf jeden Fall eine gelbe Kiste. Das ist schon mal ganz gut. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich das so schnell an die Polizeistation... Weil ich habe ja von der Menge der Monster und so, von der Zombies, habe ich ja nichts geändert. Ne? F. Wie kann ich dich heilen, bitte? Spule, Anhänger, Charakter. Keine Ahnung. Moment, wir machen bei dir mal Stärke. Aber ich denke mal, dass sie auch automatisch Medizin nimmt. Ja, ich weiß.
Mann. Sind aber jetzt viele hier. Auf den Großen. Boah, ich muss unbedingt die Ausdauer ausbauen. Ich bin tot. Am nächsten Punkt erscheinen, am Wiederbelebungspunkt erscheinen. Schauen wir mal. Ah, da bin ich wieder da oben. Okay, naja, gut. Weil ich wieder nicht drauf geachtet habe, ne? Aber es sollte jetzt halt kein Problem sein, da runter zu kommen. Nehmen wir mal ein Medizin. Ach, oh, jetzt hast du alles an Medizin, oder wie? Okay. 8. Okay. Jetzt hoffe ich mal. Ja, das Zeug sollte eigentlich alles noch da liegen. Motorrad nehme ich nicht. Weil das ist einfach zu laut. Am Ende lotsen wir dann noch alles in der Umgebung zu uns. Ich hätte zumindest einen Schlafsack oder sowas bauen müssen. Warte mal, kann ich überhaupt einen Schlafsack bauen? Bodenschild? Nee, nee, hier Bett. Schlafsack, da brauche ich Stoffe. F. Gib mir mal die Stoffe, dankeschön. Nur, dass wir dann ein Ding gleich bauen können, einen Schlafsack, weil dann tauchen wir nämlich nicht mehr da oben auf. Wir haben Stunde 12, also wir haben noch ein bisschen Zeit. Genau, du zerlegst noch ein bisschen beim... Hauptsache, du kommst nach. Aber das Gute ist schon mal, dass wir jetzt den Weg schon ein Stück frei gemacht haben. Soll ich ein paar Steine noch einsammeln, weil die werden wir auch brauchen. Nochmal ein Level up, das ist schön. Aber warte mal, geh mal Charakter, Vitalität, maximale Gesundheit, Ausdauer. Ja, auf jeden Fall hier auf Ausdauer, dass das mal ein bisschen höher ist. Ja, das Springen, das verbraucht sehr viel Ausdauer. Ich merke schon. Und es ist klar, wenn ich dann so einen Sprungangriff mache, der braucht natürlich wesentlich mehr Angriff, Ausdauer, als jetzt so ein Schlag, ne? Genau, zerleg du mal. Ich würde sagen, ich reiß mal ein Bett an. Das, da ist jetzt auch erst einmal ganz egal wo. Respawn-Punkt. Okay, gut. Werde ich ja dann eh wieder wegbauen. Aber also wir müssen jetzt da nicht nochmal hinlaufen. Ich meine, dass ich sterben werde, das habe ich mir eh schon gedacht. Bin einfach nicht so toll. Alles nehmen. Das heißt, ein paar Pfeile habe ich wieder dabei. Zerleg du lieber die Dinger hier. Mein Magen knurrt.
Oh, Auto Pfeile. Nein. Nein. Ich habe mir gerade gedacht, ich sollte Tabletten nehmen und dann im nächsten Moment, zack, tot. Komm, nimm mal hier. Das ist eh eine ganz blöde Taste da oben. Auf der 8. Aber gut, der ist jetzt auf jeden Fall schon mal tilt. Dann haben wir jetzt halt eigentlich nur noch hier in dem... Ach doch, da ist er noch. Weg, weg. Ja, ich weiß schon, Ausdauer, das ist hart. Ah, du bremst. Ich hoffe, du kannst dich heilen. Oh meine Güte. Okay, haben wir schon mal das erste geschafft. Das ist doch schon mal gut. Da bin ich doch schon mal ganz zufrieden. Ja, auch nicht schlecht. So, jetzt müssen wir aber langsam machen. Weil wir brauchen ja noch was für den nächsten Part, ne? Ist ja auch ganz klar. So, an der Stelle werde ich jetzt auch Schluss machen. Jetzt haben wir dann doch eine knappe Stunde. Wir können natürlich jetzt halt auch noch den einen oder anderen hier außen. Ich glaube, hier auf dem Grundstück gibt es außer den großen, den wir da jetzt gerade hatten, keinen. Gut. Dann sind wir auf jeden Fall hier schon mal auf dem Grundstück. Das Ding können wir dann zerlegen, wenn wir das nächste Mal den Schlüssel haben. Dann können wir nämlich die Autos zerlegen. Die respawnen ja nicht. Das habe ich ja extra so eingestellt. Alles nehmen und raus. Genau, brauchen wir Schraubenschlüssel. Und dann schauen wir auch mal innen rein, weil da werden wir dann unsere Schusswaffen auf jeden Fall bekommen. Alles klar. Leute, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mit dabei seid bei der Staffel, würde es mich freuen, wenn ihr mir das reinschreibt in die Kommentare. Auf jeden Fall ein Like da lassen, nicht vergessen. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.